Moin, liebe Mitwischer und Mitwischerin der Dasranja Community. Ich habe ja letzte Woche einmal hier drüber einen kleinen Bericht gemacht über den Nullwinkelgriff von Ungarn. Es war ja immer ein Krampf, die Schiene da reinzukriegen, weil es ja wirklich nicht einzustellen ist, außer eben halt über die Schrauben. Dann hatte ich ja die Idee, das mit einem ganz normalen Griff, mit so einer Klammer, auszutauschen. Das Problem ist, die Schiene wird ohne weiteres gehalten, nur das Gummi, das ist immer hin und her gerutscht. Deswegen musste man das Gummi dann eben halt mit solchen Endclips sichern. Da ich ja nun nicht so der Freund bin von Endclips reinfummeln, das ist nicht so mein Ding, mit gerade die Wurstfinger haben, so wie ich, werden mich verstehen. Und hatte mir dann vor kurzem den Ettore Comfort Pro Plus Wischer mal gegönnt. Das ist dieses gute Stück. Man sieht. Nun hat Ettore leider auch dasselbe Prinzip mit den Klammern. Schiene geht rein, Gummi rutscht durch. Also muss man es wieder sichern. Nun hat ja dieses, ich habe ja auch ein paar Bilder noch dazugefügt, da sieht man ja den Unterschied. Nun hat ja dieses gute Stück eine Schiene mit Zacken, mit Zähnen dran, der eben halt nicht. Drum habe ich es einfach mal ausgetauscht und es passt mit den Löchern sogar, Gott sei Dank. Habe das dann ausgetauscht. Schiebt man einfach rein. Ups. So, mittig ist. Und es geht nichts weg. Das ist das Gute. Gummi ist fest, rutscht nicht hin und her. Und ja, wie ihr auch gerade gesehen habt, diesen Griff kann man auch in den Nullwinkel stellen. Der ist fest. Das ist das Gute da dran. Der wandert jetzt leider Gottes aus meinem Auto raus. Dazu kommt jetzt der. Das Gute an dem ist eben halt, es passt auch, muss ich euch gleich nochmal zeigen. Das ist jetzt eine ganz normale S-Schiene von Ungarn. Aber es passt auch die, kann man das sehen, die S-Plus-Schiene passt da auch ohne weiteres rein. Ist auch drin, Gummi hält auch. Wie gesagt, das ist eben halt, das weiß ich nicht, ob man das sieht. Hier sind solche Zacken eben halt, die das Gummi fixieren. Das ist im Grunde genommen der ursprüngliche Halter von dem Nullwinkelgriff von Ungar. Das Gute an diesem Ettore Contour Pro Plus Griff ist, wie gesagt, ihr könnt ihn auf Null stellen. Der Griff ist variabel, das heißt, ihr könnt damit auch einigermaßen ziffeln. Wenn ihr jetzt leicht lebiger ziffeln wollt, müsst ihr leider hier, das ist der Nachteil, eine Schraube etwas anlösen. Passt leider keine Münze rein, sondern da muss man einen kleinen Schraubendreher, aber ich meine, wer hat das nicht im Auto, ne? So, das Gute an dem Griff ist eben halt, macht das wieder lose. Hier ist so ein kleiner Mechanismus. Drückt ihr runter, dann ist er im Nullwinkel. Wie gesagt, könnt damit auch swiffeln. Das ist gerade gut, wenn ihr Glasdächer habt und drauf steht. Und wie gesagt, wenn man den dann hier mal losmacht, ihr kennt das ja alle, ihr habt dann irgendwie ein Oberlicht mit einem etwas breiteren Rahmen. Ihr zieht ab und dann habt ihr ja immer noch so diesen gewissen Punkt, wo ihr dann eben halt eine Wasserschenkel stehen lasst. Und dieser Griff, wenn ihr eben halt die Stange dann gerade macht, hat eine Federung. Also ich finde das Ding optimal, eine bessere Erleichterung für Stangenarbeiten, gerade in dem Sinne. Und ja, was wollte ich noch erzählen? Das ist, wenn man sich keine Notizen macht, sondern einfach anfängt zu drehen. Kann es jedem nur empfehlen, den, kann man das sehen? Kann man lesen, ne? Gut. Ja, wie gesagt, das war's eigentlich. Das wollte ich euch nur kurz zeigen. Wie gesagt, braucht noch einfach nur umklippen, rausziehen und gut ist.
finde ich persönlich eine bessere Alternative als jetzt diese Dinger zu tauschen, weil man eben halt die Endclips nicht reinfriemeln muss in dem Sinne. Gut, das war schon. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache mal ein Video, es ist leichter zu erklären, als das alles niederzuschreiben, weil man eben halt das auch zeigen kann. Und wie gesagt, packe ja auch noch ein paar Fotos dann in den Beitrag mit rein und da sieht man eben halt, was jetzt genau getauscht worden ist. Okay. Dann wünsche ich eine wunderschöne Woche noch. Ihr habt es vielleicht vermutet, deswegen habe ich die Zeit. Ich habe heute frei. Ist eben halt so, Januar, Februar, da ist mal ein bisschen weniger zu tun. Aber so hat man eben halt Zeit, ein bisschen rumzubasteln. Und ich hoffe, ich konnte einigen damit vielleicht ein bisschen weiterhelfen oder einen Gedankenanstoß geben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.